Sehr geehrte Frau, Moment mal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Grimm, dass die AfD Wahlalter 16 ablehnt, Jugendbeteiligung ablehnt, politische Bildung von jüngeren Kindern ablehnt, haben Sie uns hier ja immer wieder gesagt. Und das ist nichts Neues, da bleiben Sie ja Ihrer Linie treu. Und langsam wird es auch ein bisschen langweilig, immer wieder dieselben Argumente zu hören. Dann ist man froh, wenn man irgendwo was Neues entdeckt. Und zu Recht haben wir darauf hingewiesen, dass wir jetzt das dritte Mal in Folge praktisch diesen Antrag oder diesen Gesetzentwurf, er ist ja ein Gesetzesentwurf, eingebracht haben. Und in Ihrer Begründung haben Sie denn tatsächlich ja mal etwas Neues hinzugefügt. Es macht natürlich Ihnen als Oppositionspartei Spaß, unterschiedliche Auffassungen von Koalitionären hier immer fortzuführen. Sie wissen, dass wir seit längerer Zeit für die Absenkung des Wahlalters sind. Das haben wir hier oft schon gesagt und Sie haben das ja auch zitiert, dass es gerade noch mal kürzlich in der Presse erschienen ist, diese Aussage. Und in der Tat ist es so, das war auch nicht immer so bei uns in der Fraktion. Wir waren anfangs auch skeptisch, aber nicht zuletzt Jugend im Landtag und auch Jungsein in MV hat uns von der Tatkraft, hat uns von dem Vermögen junger Leute politische Entscheidungen sehr wohl abgewogen zu treffen, überzeugt, sodass ich sagen kann, die SPD-Fraktion stimmt mit ganz großer Mehrheit oder würde dem mit ganz großer Mehrheit nicht im Wege stehen, sage ich mal, weil, wie Sie ja wissen, haben wir hier unterschiedliche Auffassungen zu unserem Koalitionspartner. Der Minister hat schon auf die gescheiterte Befragung hingewiesen, die ja an Ihnen gescheitert ist, letztendlich. Und so war ich ein bisschen erstaunt zu lesen, dass Sie in Ihrem Gesetzentwurf hineingeschrieben haben, dass Sie sehen, dass jetzt andere oder Mehrheiten dafür zustande kommen könnten, unter anderem auch, weil die CDU-Fraktion im Hinblick auf ein aktuelles Rechtsgutachten prüfen wolle, ob aus verfassungsrechtlichen Gründen Handlungsbedarf bestehe. Das muss ja wohl ein großes Missverständnis sein, was der Minister eben zu diesem Gutachten gesagt hat. Lässt mich eher vermuten, dass diese Absicht, das überhaupt zu prüfen, überhaupt nie bestanden hat. Übrigens, das muss ich Ihnen allerdings auch sagen, die SPD-Fraktion hält unser Gesetz an der Stelle nicht für verfassungswidrig. Wir halten es für verfassungskonform, dass wir die Altersbegrenzungen im Gesetz haben, sodass das für uns jetzt nicht kein Prüfkriterium war. Hätte unser Koalitionspartner uns jetzt damit überrascht, vielleicht kommt ja gleich noch was, dass hier tatsächlich diese Prüfung stattgefunden hat und zugunsten der Aufhebung unserer Altersbegrenzung führen würde, was mich jetzt sehr wundern würde, dann hätten wir natürlich ganz neue Optionen, aber ich gehe mal davon aus, wir haben sie nicht. Und daher werden wir uns heute auch wie im letzten und im vorletzten Jahr verhalten. Vielen Dank.